Wenn auch du häufig längere Zeit an Bildschirmen sitzt, zu Hause oder auch im Büro und merkst, dass sich deine Sehschwäche stückweise verschlechtert oder sogar schon verschlechtert hat, dann möchte ich dir heute mal eine Methode vorstellen, wie du schaffen kannst, deine Sehschwäche wieder zu reaktivieren, damit sie eben wieder stärker und schärfer funktioniert, dass du vielleicht auch schon auf deine Brille verzichten kannst. Je nachdem, wie hoch natürlich deine Sehschwäche ist, kann dieser Prozess etwas länger dauern. Bei einer sehr hohen Sehschwäche dauert es entsprechend länger, als wenn du nur eine geringe Sehschwäche hast. Und da kannst du vielleicht sogar schon nach dieser Übung hier auf deine Brille schon verzichten. Natürlich müssen wir zunächst erstmal verstehen, welche Sehschwäche hast du überhaupt. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, wenn wir viel im Nahbereich arbeiten, also sprich alles, was so innerhalb unserer Armlänge passiert, nennt man Nahbereich. Sprich, wir können alles darüber hinaus nicht besonders gut und scharf mehr erkennen. Dann hat man eine sogenannte Kurzsichtigkeit. Also sprich, wir sehen im Nahbereich super, in der Ferne, in der Weite eben entsprechend nicht mehr. Wäre es andersrum, wenn du beispielsweise in der Ferne besser gucken könntest als im Nahbereich, wie der Name schon sagt, in der Weite siehst du besser, dann hast du eine Weitsichtigkeit. Sollte es aber so sein, dass du, wie gesagt, im Nahbereich alles gut erkennen kannst, aber in der Ferne nicht, dann hast du eine Kurzsichtigkeit. Und das passiert am meisten tatsächlich, wenn man viel im Nahbereich sich beschäftigt. Und das liegt einfach häufig daran, wenn man viel vor Bildschirmen sitzt, im PC, am Fernsehen, am Handy auch. Ja, ich erlebe das auch selber, wie viel Zeit man heutzutage im Nahbereich verbringt. Dann macht es natürlich durchaus auch mal Sinn, sich mit dem Thema Augengesundheit und Augenfitness zu beschäftigen. Und ich möchte dir heute mal zeigen, wie man es ganz schnell und einfach auch im Alltag schafft, seine Sehschwäche zu reduzieren und auch zu verbessern. Dazu machst du dir im Prinzip zwei Methoden zunutze. Zum einen versuchen wir, unsere Augen häufiger einfach zu entspannen. Ja, das machst du, indem du beispielsweise das Palmieren nutzt. Habe ich dir schon mal vorgestellt, möchte ich dir gerne hier auch nochmal zeigen. Dazu brauchst du nur deine beiden Hände, reib sie aneinander, dass sie richtig warm werden. Also sie müssen richtig Hitze entwickeln. Schließ dann deine Augen, leg sie auf deine geschlossenen Augen, atmest ein und aus und versuchst wirklich alle grellen Blitze komplett wegzuatmen. Ja, die müssen wirklich komplett verschwinden. Und wenn du das beim ersten Mal nicht funktioniert hast, dann machst du es nochmal. Nochmal aneinander reiben, nochmal auf Augen, auch nochmal die Augen zu. Ein- und ausatmen und du merkst irgendwann, dass deine Augen sich entspannen, indem du wirklich keine Blitze mehr siehst oder sonstige Umrisse, sondern du hast komplett die Farbe schwarz vor Augen. Dann weißt du, deine Augen sind schon mal geruht entspannt und das hilft dir auch im Büro, im Arbeitsalltag. Aber es gibt noch eine viel interessantere Übung, die du machen kannst und vielleicht auch ab jetzt in deinen Alltag integrieren solltest. Und zwar die sogenannte 20-20-Regel. Ja? Was bedeutet diese Regel? Du nimmst dir einen Wecker, am besten nimmst du dein Handy und stellst einfach einen 20-Minuten-Timer und versuchst wirklich alle 20 Minuten, wenn du konzentriert am Arbeitsplatz sitzt, vom Arbeitsplatz für ungefähr so 20 Sekunden wegzuschauen. Schaust einfach mal in die Ferne, am besten ein paar Meter, dass du wirklich auch da deine Augen entspannen kannst, denn in unser Auge passiert genau da in dem Moment eine Wechselwirkung. Ich zeige dir hier auch nochmal unser Auge von der Seite. Ja? Und zwar haben wir hier sogenannte Zielermuskel und eine Zonularfasern. Und unser Zielermuskel ist die ganze Zeit angespannt, wenn wir im Nahbereich sehen. Der fokussiert quasi die ganze Zeit. Ja? Und du musst dir vorstellen, wenn wir in die Ferne gucken, dann entspannt er sich. Ja? Auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir in der Ferne schon gar nichts mehr erkennen können, weil unsere Sehschwäche so hoch ist, trotzdem entspannt der Muskel sich da und Entspannung bedeutet immer Regeneration. Ja, das kannst du natürlich machen, wie ich dir gezeigt habe, mit dem Palmieren oder wie gesagt auch mit dem zweiten Schritt, indem du öfter mal in die Ferne guckst. Und diese 20-20-Regel würde ich dir empfehlen, in deinen Alltag einfach fest zu integrieren. Stell dir einen Timer, wenn du am Arbeitsplatz sitzt und versuch einfach mal alle 20 Minuten für 20 Sekunden einfach mal in die Ferne zu gucken für ein paar Meter und dann wirst du merken, dass sich deine Sehkraft schnell verbessern wird, regenerieren wird und du vielleicht schon gar keine Brille mehr brauchst, ja, oder entsprechend einfach einen deutlichen Fortschritt spürst und schon deutlich häufiger auf deine Brille einfach verzichten kannst, ja. Wenn du solche Tricks und Übungen sehen möchtest und auch einfach mal verstehen möchtest, wie es vielleicht für dein spezielles Sehproblem am besten umsetzbar ist, dann melde dich doch gerne bei mir an meinem kostenlosen Augentraining-Workshop einmal an. Verlinke ich dir unterhalb, dort kannst du, wie gesagt, dich kostenlos anmelden. Du lernst ganz viele neue Tipps und Tricks kennen und wie du für dich Schritt für Schritt einen echten Fahrplan erstellst, wie du endlich wegkommst von deiner Sehschwäche hin zum natürlichen klaren Sehen.
dann melde dich wie gesagt gerne an, ist komplett kostenfrei. Würde mich sehr, sehr freuen, dich dort wiederzusehen und wir sehen uns dann hoffentlich da oder beim nächsten Augentrainingsvideo hier auf diesem Kanal. Gerne also abonnieren, Daumen nach oben geben und wir sehen uns dann. Ciao, ciao.